Kommt 2024 ein umfassendes Holzverbrennungsverbot. Was steht in Habecks neuem Gebäudesanierungsgesetz? Müssen jetzt Rentner frieren, weil sie sich keine neue Heizungsanlage leisten können, die den Vorgaben des Paragraphen 71G Gebäudesanierungsgesetzes entsprechen? Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Sie wissen es ja schon, dass wir nicht nur zum Thema gesetzliches Rentenrecht was sagen, sondern uns interessiert auch, was so allgemein aktuell in der politischen Welt in Deutschland passiert. Und ein ganz großes Thema ist zurzeit das neue Gebäudesanierungsgesetz vom Robert Habeck. Ja, und da geistern jetzt im Internet so ganz, ganz viele Meinungen zum Thema herum, ob denn Ende 2024 ein umfassendes Holzverbrennungsverbot für alle Holzverbrennungsanlagen greifen wird. Wie ist jetzt wirklich die Rechtslage, meine Damen und Herren? Und ich habe mir das Ganze mal in dem entsprechenden Gesetzesentwurf, und zwar in der gesetzlichen Neunormierung des Paragraphen 71G Gebäudesanierungsgesetz mal so angeguckt. Und jetzt gehen wir da einfach mal rein und schauen uns das mal an, was da so drin steht. Und im Paragraphen, also ich bin hier in dem Gesetzesentwurf drin, ja, wir gehen mal hier auf die erste Seite, Gesetzesentwurf der Bundesregierung und dann auf die Seite 28. Da habe ich den Gesetzes Wortlaut, der da eingeführt werden soll, in das Gebäudesanierungsgesetz gefunden, und zwar der Paragraph 71G. Und der Paragraph 71G sagt, dass ab 2024, dass es da neue Anforderungen an Heizungsanlagen bei Nutzung von fester Biomasse gibt. Ja? Also der Gesetzgeber will ab 2024, dass eine Heizungsanlage, die also Holzscheite oder Pellets verbrennt, ganz spezielle Anforderungen erfüllt. Und zwar muss die Verbrennungsanlage dann entweder mit einem Pufferspeicher ausgestattet sein oder aber also inklusive mit einer solarthermischen Anlage, das heißt also Solarthermie auf dem Dach und Pufferspeicher, oder einer Stromerzeugungsanlage, die den Strom dazu nutzt, dass man hier eine Heizung betreibt oder praktisch so eine Heizungsunterstützung betreibt. Bei der Solarthermie haben wir das ja im Sommer, dass im Sommer über die solarthermischen Anlagen je nach Dimensionierung, also praktisch Flächenauslegung auf dem Dach, diese Anlage dann zumindest für die Nutzung von warmem Trinkwasser ausreicht oder auch sogar für das Waschen, Duschen und so weiter. Ja, also das sind so die Regelungen. Und was ganz wichtig ist, diese neue Heizungsanlage ab 2024 oder ab dem 01.01.25 sogar, muss dann auch zwingend mit einer Staubemissionsreduzierungsanlage versehen sein, also ein Staubabscheider, der einen Abscheidungsgrad von 80% erreicht. Das heißt also, jeder Heizungsneueinbau einer neuen Heizungsverbrennungsanlage mit Holz, Pellet und anderen zugelassenen Biomassen muss zwingend eine solche Staubfilteranlage enthalten. Und so sagt es letzten Endes auch dieser Paragraph 71G. Der Paragraph 71G sagt ausdrücklich nicht, dass ab Ende 2024 grundsätzlich keine Heizungsanlagen mehr mit Holz nicht betrieben werden dürfen. Das heißt also, die können weiter betrieben werden, die müssen nur bestimmte Voraussetzungen erfüllen, vor allen Dingen in Neubauten. Und bei Bestandsanlagen, meine Damen und Herren, da gilt parallel zum Paragraphen 71 Gebäudesanierungsgesetz immer noch unser Bundesemissionsschutzgesetz, meine Damen und Herren. Und das Bundesemissionsschutzgesetz sagt, dass für alle Betreiberinnen und Betreiber von Kachelöfen, Kaminöfen und Heizungsanlagen mit Biomasse, die
zwischen dem 01.01.1995 und dem 21.03.2010 in Betrieb genommen worden sind, dass diese Anlagen spätestens am 31.12.2024 stillzulegen sind. Aber von der Stilllegung gibt es wieder die berühmte Ausnahme. Denn diese Bestandsöfen müssen dann, damit sie einen bestimmten einen Staubemissionswert von 0,15 Gramm Feinstaub pro Kubikmeter und 4 Gramm Kohlenmonoxid pro Kubikmeter Abgas nicht überschreiten, eine entsprechende Staubabscheidungsanlage haben, also einen Staubfilter haben, der muss nachgerüstet werden. Und diese ganze Geschichte, das macht alles der für Sie örtliche zuständige Schornsteinfegermeister. Das heißt also, der sagt Ihnen, mit erhobenem Zeigefinger, kann ich Ihnen jetzt schon sagen, ich kenne meinen Schornsteinfegermeister. Liebe Freunde, passt auf, hier hört der Spaß auf. Am 31.12.2024 muss ich Ihre Anlage stilllegen, außer Sie rüsten das Ding dann entsprechend nach. Und er wird eine Feinstaubmessung machen, die kostet bis zu 150 Euro. Ich denke mal, das ist deutlich günstiger als die drohenden bis zu 50.000 Euro Bußgeld. Und wird dann einen entsprechenden Bescheid erlassen, wo drin steht, Sie haben eine entsprechende Staubabscheideranlage hier einzubauen nach dem Bundesemissionsschutzgesetz. Und wenn Sie das nicht machen, wird diese Anlage, die Sie hier betrieben oder betreiben, die dürfen Sie im Übrigen bis zum 31.12.24 weiter betreiben, ohne diese Staubfilteranlage dann stillgelegt, meine Damen und Herren. Und das wird in einem und dann kommt der Schornsteinfegermeister und wird das dann auch letzten Endes über die Ordnungsamtsbehörden und vielleicht auch im Vollstreckungswesen dann über die Polizei dann auch entsprechend behördlich durchsetzen, dass diese Anlage dann nicht mehr betrieben wird, wenn Sie nicht die entsprechende Staubfilteranlage nachrüsten. Also, meine Damen und Herren, auch bei den neuen Regelungen des Gebäudesanierungsgesetzes können Neubauten mit Holzverbrennungsanlagen eingebaut werden, aber nur noch in Kombination mit Solarthermie, PV-Strom und einem Staubfilter. Bei den Altanlagen, die ich genannt habe, nach dem Bundesemissionsschutzgesetz muss zwingend ein Staubfilter, ein Feinstaubfilter nachgefüllt werden. Also, wir können sagen, von einem umfassenden Holzverbrennungsverbot, wie es jetzt im Internet zum Teil gemutmaßt und geunkt wird, kann also nach dem 31.12.2024 überhaupt nicht die Rede sein. Es regt sich, das ist klar, gegen diese gesetzliche Regelung des Paragraphen 71g massiver Widerstand von Waldbesitzern und der Holzwirtschaft. Die tragen jetzt vor, dass diese Regelung zu einem flächendeckenden Sterben der Holzwirtschaft führen wird, weil mit dieser neuen Regelung die Menschen weit weniger Holz und Pellets kaufen werden, als aktuell produziert wird. Vielleicht ist das ja auch Sinn und Zweck dieser Maßnahmen, dass der Holzverbrennung, also dass der Holzverbrauch für die Verbrennung von Kaminöfen und Holzverbrennungsanlagen eben eingeschränkt wird, weil sie einfach eine zu hohe Feinstaubbelastung darstellen. Holzpreise, das ist auch klar, werden wahrscheinlich jetzt fallen, weil sich möglicherweise die Produktion für Holz, Scheitholz und Pellets für das ein oder andere Unternehmen nicht mehr lohnt oder so viel produziert wird, dass es dafür gar keine Nachfrage mehr gibt. Was ich halt sehe, ist das Thema, das weiß ich auch von meinem Schornsteinfeger, der mir gesagt hat, dass viele Menschen in meinem Kerbezirk, in dem ich lebe, sich schon heute kaum noch Öl- und Gasheizung leisten können und eben auf diese preiswertere Variante von Holzverbrennungsanlagen angewiesen sind. Und gerade diese Leute, meistens ältere Leute, Rentnerinnen und Rentner, vielleicht sogar schon hochbetagt, sich dann sehr, sehr schwer tun, eine solche Feinstaubfilteranlage noch nachzurüsten, wenn das technisch überhaupt möglich ist. Und hier sitzt sozusagen das große Problem, dass wir also hier möglichst Regelungen treffen müssen oder hoffentlich auch Regelungen da sind, dass diese Leute von diesen schweren und harten Regelungen hier ausgeschlossen sind und gegebenenfalls auch gute Fördermaßnahmen da sind.
Ich habe keine Ahnung, was der Nachbau einer Feinstaubfilteranlage kosten wird, aber wenn das die preisgünstigere Variante gegenüber dem Neueinbau einer neuen Heizungsanlage nach dem Gebäudesanierungsgesetz sein sollte, dann würde ich jedem Rentner und jeder Rentnerin, die eine solche Holzverbrennungsanlage aktuell noch betreibt, bitten, darüber nachzudenken, einen solchen Feinstaubfilter einzubauen. Aber reden Sie vorher mit Ihrem Schornsteinfeger, der wird Ihnen sagen, was geht und was nicht geht. Ob es wirklich alles so fürchterlich schlimm kommt, wie es jetzt schon im Internet behauptet wird, können wir natürlich nicht sagen. Vielleicht steckt aber in jeder neuen Regelung auch eine neue Chance auf etwas Neues. Und ich denke, gegen frische und saubere Luft hat sicher auch niemand etwas in Deutschland einzuwenden. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.